Nach dem Anschlag auf einen Istanbuler Nachtclub in der Silvesternacht meldet die türkische Polizei erste Festnahmen. Antiterroreinheiten haben 8 Verdächtige in Gewahrsam genommen. Der mutmaßliche Attentäter soll aber nicht unter ihnen sein. Nach ihm wird immer noch gefahndet. Die Terrormiliz IS hat sich inzwischen zu dem Anschlag bekannt. Unter den Opfern sind ein Deutscher sowie ein türkischer Staatsbürger, der in Deutschland gelebt hat. Totengebet in der am Mittelmeer gelegenen Stadt Mersin. Von dort kam ein 22-jähriger Polizist, der an Silvester vor der Istanbuler Diskothek Reina erschossen wurde. Hier Aufnahmen des Nobelclubs, der direkt am Bosporus liegt. Inzwischen meldet die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu, die Polizei habe 8 Männer festgenommen. Diese stünden in Verbindung mit dem Terroranschlag. Ein Bild des mutmaßlichen Attentäters haben Ermittler veröffentlicht. Nach ihm fahndet die Polizei mit einem Großaufgebot, heißt es in türkischen Medien. Gleichzeitig gehen die Untersuchungen am Tatort weiter. Unterdessen hat sich der sogenannte Islamische Staat mit einem Bekennerbrief im Internet zu dem Anschlag bekannt. Offizielle türkische Stellen haben den IS als Täterorganisation jedoch noch nicht bestätigt. Die Diskothek Reina liegt im modernen und touristisch geprägten Istanbuler Stadtteil Ortaköy. Seit dem Anschlag sind Straßen und Plätze wie leergefegt. Natürlich habe ich Angst. Es gibt Gerüchte im Internet, dass sie als nächstes die Istanbul-Universität angreifen. Hier in Ortaköy laufen die Geschäfte nach dem Anschlag schlecht. Die Menschen haben Angst, hierher zu kommen. Seit dem Morgen bombardiert die türkische Luftwaffe massiv Stellungen des IS in Syrien. Die Armee hat diese Aufnahmen veröffentlicht. Bisher ist unklar, ob es sich bei der Operation um eine Vergeltungsmaßnahme handelt. Michael Schramm in Istanbul. Es gab also Festnahmen. Wissen Sie etwas zu den Personen, die verhaftet wurden? Nein, es herrscht nach wie vor Nachrichtensperre. Man weiß nur, dass diese 8 Personen in irgendeiner Weise im Zusammenhang stehen sollen, mit was auch immer. Man weiß natürlich auch nicht, ob das wirklich Personen sind, die nachher festgehalten werden müssen, die wirklich in Haft genommen werden. Die werden jetzt zunächst mal untersucht. Der IS, der hat sich ja zu dem Anschlag bekannt. Wie glaubwürdig ist das? Beziehungsweise was spricht dafür, dass es wirklich der IS war? Ja, die gesamte Tatlogik sozusagen. Es gibt ja im Wesentlichen 2 Hauptquellen für Terror in der Türkei dieser Tage. Das eine ist der kurdische Extremismus. Das ist die PKK, die als Terrororganisation eingestufte kurdische Arbeiterpartei und deren Splittergruppen. Aber da war es in der Vergangenheit so, bei Anschlägen, die von dieser Seite sozusagen verübt wurden, das war immer gerichteter Terror. Der hat sich gerichtet gegen Sicherheitskräfte. Es war immer ganz klar, was da das Anschlagsziel ist. Hingegen der IS, der Terror des Islamischen Staates, den es leider vermehrt jetzt gibt, weil die Türkei ja nach Syrien einmarschiert ist und damit die Frontstellung klar ist zum IS. Der Terror des Islamischen Staates richtet sich wirklich gegen die Allgemeinheit, gegen die Bevölkerung. Und der Anschlag von der Silvesternacht hat sich ja ganz eindeutig gegen Festgäste, also gegen jedermann sozusagen gerichtet. Also die Tatlogik spricht für den IS, das passt. In der Türkei gibt es immer wieder Anschläge. Sie haben das erwähnt, von der einen Seite von radikalen Kurden, von der anderen Seite vom IS. Hat der türkische Staat die Sicherheitslage denn überhaupt noch im Griff? Ja, es stellt sich natürlich die Frage, ob eine Sicherheitslage, wenn man so von vielen Seiten bedroht ist, wie das die Türkei ist. Es gibt auch noch eine große linksradikale Bewegung in diesem Land, die nicht zu unterschätzen ist. Es gibt immer noch diese Fethullah Gülen-Bewegung, die ja für den Militärputsch verantwortlich gewesen sein soll vom letzten Sommer. Also es gibt viele Terrorquellen, ob vor diesem Hintergrund überhaupt absolute Sicherheit herstellbar ist. Man muss aber auch sehen, dass eben dieser Sicherheitsapparat genau jetzt geschwächt ist, weil der eben sehr stark von Fethullah Gülen-Leuten durchsetzt war und die mussten aus ihren Positionen entfernt werden. Und dadurch sind eben sehr, sehr viele Mitarbeiter bei Polizei, bei Geheimdiensten, bei all diesen Sicherheitsbehörden eben ihrer Jobs enthoben worden. Und die sind dadurch eben auch noch geschwächt. Das kommt eben noch zu all dem hinzu. Wie geht die Bevölkerung mit diesen Anschlägen um? Ja, da beginnt sich eine gewisse Resignation breit zu machen. Die erlebe ich so in meinem Umfeld. Also man ist erschüttert, entsetzt, aber es ist so ein bisschen, wie ich es vor vielen Jahren, als ich in Israel ab und an als Korrespondent ausgeholfen habe, erleben musste. Man gewöhnt sich, so pervers das klingt, ein Stück weit daran. Viele Menschen vermeiden Massenansammlungen. Viele Menschen würden zum Beispiel zu einem Silvester in diesem Nachtclub Reina nicht mehr gehen. Dazu gehören auch meine Freunde und ich. Wir würden das einfach nicht mehr machen. Und das hier, so reagieren viele hier in der Bevölkerung. Man gewöhnt sich an diese Schrecklichkeiten, ohne sie natürlich wirklich je wirklich integrieren zu können. Welche Sicherheitsstrategie wird von der türkischen Regierung denn zurzeit angewendet?
Ja, ganz grundsätzlich natürlich die klassischen Sicherheitsstrategien durch viel Personalstärke. Es hat zum Beispiel in der Silvesternacht in der Innenstadt Istanbuls wirklich von Polizei gewimmelt, von uniformierter und nicht uniformierter Polizei. Also man versucht einfach durch Personalstärke, durch Präsenz Sicherheit zu erzeugen. Und natürlich sind die Geheimdienste hochaktiv, die eben versuchen, in diese Strukturen hineinzublicken und dann vielleicht vorab proaktiv etwas unternehmen zu können. Aber all dies hat natürlich seine Grenzen. Aber das, was man tun kann, wird in der Türkei tatsächlich versucht, mit den Beschränkungen, die im Moment zu sehen sind, weil man eben die Sicherheitsapparate von Fethullah Gülen-Leuten befreit hat. Erdogan feilt ja, so sieht es wohl aus, ja weiter an seiner Präsidialrepublik. Wie wirken sich die Anschläge denn auf diese Pläne aus? Da gibt es im Moment widersprechende Aussagen. Die einen sagen, dieses Klima der Unsicherheit würde die islamisch-konservative Regierung und damit Präsident Erdogan stärken, weil die Leute dann sagen, da wissen wir, was wir haben. Wir müssen uns an dem starken Mann sozusagen festhalten. Also wenn es zu einer Volksabstimmung, es soll ja wohl eine Volksabstimmung geben, wenn es zu einer Volksabstimmung über das Präsidialsystem kommt, dann würde ihm das sozusagen helfen, damit das durchgeht. Es gibt aber auch andere Stimmen, auch durchaus demoskopisch gestützte Stimmen, die sagen, inzwischen beginnen die Leute zu zweifeln, weil sie das Gefühl haben, hier wird ein Kurs gefahren, der letztendlich dem Land nicht gut tut. Das wird zu unsicher alles, vor allem auch die Wirtschaftszahlen. Die Wirtschaftsdaten deuten ja leider sehr nach unten. Also die Ausblicke für dieses Jahr für die Wirtschaft in der Türkei sind alles andere als günstig. Michael Schramm, vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen nach Istanbul.